Ich habe halt auch jetzt keinen Plan. Okay. So, du hast mitgedacht, Freunde, aber gut. Ein Verbündeter schickt uns Verstärkung. Oh Gott sei Dank. Ich wusste doch, hier ist irgendwie ein Spawn oder. Oh ja. Oh ja. Piken Schultern. Geil. Okay. Ich diene euch gut. Das ist natürlich nice. Vorwärts! Eure Ritter stehen bereit. Dann warte unser mal, dann Leben gehört euch. Sammel ich die mal. Für den Ruhm! Bereit machen, Piken! Sind unterwegs! My Lord! Ziehen los! Sire? Gehen los! Boah, Freunde, das ist wieder so eine Taktiksache. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Dann warte ich noch, bis die da sind. Oh, da kann ich mal eben eine Geschichte erzählen. Alter, gell? Ich wohne ja jetzt schon. Kommt schon, Männer. Ein Jahr oder so hier in der Wohnung. Werdet ihr uns brauchen? Und bis jetzt war noch nie irgendwas passiert oder so. Bis auf die Sache mit der Feuerwehr. Aber gestern habe ich mir Frikadellen gebraten, ja. Und das habe ich auch nicht zum ersten Mal gemacht. Also Frikadellen, das ist so ein. Sir! Dafür muss man eigentlich nichts können, ja. Vorwärts! Ich meine, was sind schon Frikadellen? Legst in die Pfanne und gut ist, ja. Aufs Schnellste! Ich habe schon oft Frikadellen gemacht, also ich bin jetzt nicht so einer, der noch nie Frikadellen gemacht hat, ja. Auf jeden Fall. Bogenschützen, vorbereiten! Ich koche so die Frikadellen und. Euer Befehl? Auf einmal geht der es scheiß geht los. Feuermelder an. Also der Rauchmelder. Alter, ich hab mich erstmal so dermaßen erschrocken. Weil immer so ein absolut krank lautes Fiepen halt eben da war. Ja? Bereit! Jeder, der schon mal so einen Rauchmelder gehört hat, der weiß, wovon ich rede. Unsere Schwerter sind die euren! Auf jeden Fall. Alter, war das laut, gell? Und dann. Schwertkämpfer vorlacht! Das Geilste war ja dann eh wieder. Schwertkämpfer vorlacht! Ich wusste, wie das Ding ausgeht. Was weiß ein Küchenjunge schon vom Kämpfen? Armer Sir Gareth, ich finde nicht, dass Lynette ihn sehr fair behandelt hat. Ja, Sire? Ja, weil auf jeden Fall, ich wusste dann, wie das scheiß Ding ausgeht. Und dann, anstatt, weil das ist saublöd gemacht, da ist nicht irgendwie ein offensichtlicher Knopf oder so, sondern da ist einfach, befehligt uns. Du musst quasi auf den kompletten Feuermelder unten drauf drücken. Das ist quasi so eine Einkerbung, ja, was auch immer. Wer kommt auf so eine Scheißidee? Auf jeden Fall, ich das Ding erstmal voll befehligt von der Decke uns. Gehauen, gell. Alter, ich hatte so Panik und hab das Ding einfach so dermaßen krass von der Decke gerissen, gell. Auf jeden Fall ist jetzt auch Feuermelder im Arsch, aber das ist mir eh Wumpe. Bei mir brennt hier sowieso nichts an. So. Neue Befehle, Sire? Alter, das war wieder so eine Aktion, gell? Boah, da hätte ich mir wieder fast in die Hustbeige geschissen. Möge Gott mit uns sein. So, jetzt mach ich aber wieder diese Ablenktaktik, weil die hat ja eben gut funktioniert. Welche Prüfung erwartet uns? Die nehme ich jetzt unter Beschuss. Und jetzt gehe ich vor. Attacke! Für meine Herrin! Lord? Was sollen wir für euch tun? Ich muss nur aufpassen, dass sie das Pferd nicht kaputt machen. Ich reite! Unsere Truppen werden angegriffen! Ja, my Lord. Bereit! Eure Ritter stehen bereit. Mit Hoffnung im Herzen. Reitet mit Ehre. Unser Leben gehört euch. My Lord. Der blaue Ritter wurde besiegt, Herr. In eurem Namen. Jawohl. Okay. Bereit, Sire. Heißt wieder. Sire. Sammeln. Oh, ist hier nicht auch was, wo ein Verbündeter was schicken kann? Von hier hinten oder so? Oh, ja, hier bekomme ich eh gleich wieder Truppen geschickt. Das wäre geil. Oh, das wäre so geil. Aber okay. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Der gute Gareth, wie ihr ja, befehlt.
Okay. Wo könnten Fallen sein? Befehligt uns. Reitet los. Hier so? Ja. Das heißt, ich werde hier oben lang gehen. Welche Prüfung erwartet uns? Zusammenbleiben! Waffenbrüder, vorwärts! Geht ihr mal vor. Ich weiß jetzt, dass da Fallen sind, aber ich weiß nicht, ob hier auch welche sind. In Bewegung! Vorwärts, Männer! Reihen halten! Hier scheint aber dann safe zu sein. Marschieren! Jawohl, sehr gut. Auf euren Befehl! In dem Fall... Schwertkämpfer, vorwärts! Ich schwöre euch meine Treue. Auf die Pferde! Ja, mein Lord. Unsere Sehnen sind gewachst. Alter, der ist die Truppen auch immer auf so scheiß Plätze, langsam sind. Und dass es für die langsamen Truppen keine Pferde gibt in oder Bewegung. So. Wir bewegen uns. Gehen in Stellung. Bogenschützen in Bewegung. Die Männer sind guter Dinge. Schalt euch erstmal ein bisschen zurück. Erwarte Befehle. Das machen die schon hier vorne, die wieder nervös. Wir kämpfen tapfer. Aber jetzt, wo ich weiß, dass sie hier auch Verstärkung schicken. Schwertkämpfer, vorwärts! Ist das ja. Warum wollen die jetzt da unten rum? Wo ist der Feind? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mit erhobenem Haupt! Jetzt, wo ich weiß, dass sie Verstärkung schicken. Mach ich mir auch gar keinen Kopf mehr, dass ich das hier nicht schaffe. Ich meine, hier, guck mal, wo ist der gelbe Ritter? Gehört das ja auch noch zu dem gelben Arsch? Wahrscheinlich, ja. Oh, ich glaube, ich nutze die. Kann ich hier hinten hoch? Nee, da komme ich nicht hoch. Ich mach's auf jeden Fall so. Ich schicke hier Einheiten hoch. Die machen dann die von hinten platt. Und da komme ich aber so nicht hoch, gell? Hier lang, doch, warte, da kann ich lang, da kann ich lang. Kann ich hier hinten irgendwo hoch? Da wahrscheinlich nicht. Bliebe nur hier vorne. Ne, okay. Ja gut, dann Für Ruhm und Ehre! Gebt uns nur ein Ziel. Dann kommt mal ran hier. Lord? Macht sie nieder! Was sollen wir für euch tun? Wie ihr wünscht. Das ging ja schön schnell. Eure Ritter stehen bereit. Bogenschützen unterwegs. Euer Zeichen, Sire? Augen auf, Männer! Bogenschützen bereit machen! Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogenschützen.